Servus und willkommen, ich bin Alex von CRDG und dies ist der zweite Teil meiner kleinen Serie, warum CSGO mein neues Lieblingsspiel ist. Falls ihr den ersten Teil noch nicht gesehen habt, der ist gerade eingeblendet, da habe ich einfach ein bisschen darüber gesprochen, was CSGO ist, was es auszeichnet, was die Vor- und Nachteile sind und was ich persönlich daran sehr, sehr mag. Und für den Competitive-Teil wollte ich halt eben ein extra Video machen und darüber spreche ich halt eben heute. Gut, also das Wichtigste und das auch Schönste an CSGO ist eigentlich das Competitive-Spielen, sprich das Wettkampf-Spielen. CSGO ist darauf ausgelegt, dass man das Ganze in Wettkämpfen, wie zum Beispiel auch auf offiziellen Turnieren und so weiter, ganz gut und perfekt spielen kann, weil es sehr gut austariert ist, sehr gut ausbalanciert, sprich die Waffen, die Maps und so weiter sind darauf ausgelegt, dass man im Team spielen kann, dass da nicht irgendwas überwiegt, dass irgendeine Waffe extrem overpowered ist, dass irgendwelche Maps einfach von den Seiten her falsch aufgebaut sind, sondern es ist wirklich schön, sondern das Spiel selbst halt eben so entwickelt worden, dass man es halt eben auch wettkampfmäßig und halt eben auch mit dem Team und so weiter spielen kann. Und das ist wirklich schön an dem Spiel. Da geht es halt eben nicht nur um Draufhauen, sondern auch halt eben um Taktik, um Teamplay und so weiter. Gut, kommen wir zum Teamplay. Das Wichtigste, was man wahrscheinlich bei CSGO braucht, neben natürlich einer guten Maus und Tastatur, ist ein Headset und natürlich auch ganz wichtig ein Mikrofon. Ich glaube, in kaum einem anderen Spiel ist es so wichtig, zumindest bei den Shootern, dass man ein Mikrofon hat, damit man seinen Leuten halt eben auch etwas sagen kann. Und zwar ist es extremst wichtig, sogenannte Calls zu geben, sprich Leuten und seinem Team anzusagen, wo wer steht, wo wer sein könnte und was man gehört hat. Und zwar, wenn man halt eben CSGO spielt, und zwar wettkampfmäßig, also competitive-mäßig, startet man halt eben einen Spielmodus. Und zwar geht es darum, dass Terrorists gegen Counter-Terrorists spielen, sprich ein Bomben legen und entschärfen spielen, was man zum Beispiel auch von Call of Duty und von verschiedenen anderen Spielen kennt, heißt am meisten suchen und zerstören. Das heißt, die Terroristen wollen die Bombe legen und die Counter-Terroristen müssen entweder entschärfen oder halt eben das Ganze überhaupt gar nicht so weit kommen lassen. Und wenn man halt eben competitive-mäßig spielt, dann muss man ein komplettes Spiel, das über 30 Runden lang geht, komplett durchspielen. Das kann bis zu 90 Minuten dauern, sprich da sitzt man schon mal auf 45 Minuten oder so und zockt halt eben nur eine Runde, ein einziges Spiel. Man kann auch nicht einfach dann Rage quitten, rausgehen, wenn es einem nicht taugt oder sonst irgendetwas, denn man bekommt nämlich eine Strafe und so wird man gebannt für 30 Minuten, für mehrere Stunden oder sogar Tage, wenn man öfter rausgeht. Das heißt, man muss sich wirklich hinsetzen und das Spiel einfach durchspielen und seinen Kollegen helfen. Also wie gesagt, Competitive ist einfach ein Spielmodus, wie suchen und zerstören. Die Terroristen versuchen eine Bombe zu legen, die Counter-Terroristen müssen diese entschärfen oder halt eben das Ganze überhaupt einmal verhindern. Wenn man dann halt eben diesen Spielmodus spielt, ist es extremst wichtig, dass man eben ein Mikrofon hat. Denn man muss seinen Kollegen sagen, wenn man zum Beispiel einen Gegner sieht oder einen Gegner hört, wo dieser ist. Man spielt immer 5 gegen 5 und es gibt 2 Bombenplätze, sprich man teilt sich halt eben auch immer auf. Und es könnte halt eben sein, dass ein Gegner halt eben direkt zu A rennt oder direkt zu B rennt und da viele andere nachkommen. Und das muss man halt eben sofort seinen Spielern sagen. Sprich im Allgemeinen ist es extremst wichtig, dass man sagt, wenn man einen Gegner sieht, dass man weiß halt eben, wo der zum Beispiel steht oder wo er stehen könnte. Auch nur wenn man Schritte oder so weiter hört, kann man schon seinen Kollegen sagen, es kommen viele auf B. Dann können sich die anderen Spieler einfach darauf vorbereiten und auch hinlaufen. Denn es geht hier wirklich um Zeit. Die Runden sind nicht zu lang und das Bombenplatzieren geht auch sehr schnell. Und wenn einmal die Bombe tickt, muss man schnell dort sein. Deswegen ist es überhaupt kein Spiel für Leute, die einzeln spielen. Selbst wenn man online ohne irgendwelche Freunde spielt, haben meistens fast alle immer ein Headset und man kann mit den allen sprechen und sie sprechen auch mit dir. Das gefällt mir sehr gut. Auch als ich angefangen habe, war es eigentlich sehr nett. Die Leute haben natürlich gemerkt, dass ich ganz neu bin und haben mir trotzdem ein bisschen geholfen, haben gesagt, es ist schon okay, das passt schon, du bist ganz neu und so weiter. Da gibt es wirklich ein paar sehr nette Leute, natürlich auch ein paar blöde Leute, die dann ein bisschen nerven. Aber im Allgemeinen ist es wirklich sehr, sehr interessant, so viele neue Leute halt eben auch kennenzulernen und halt eben mit denen zu spielen und denen auch zu helfen und dass sie dir helfen. Abgesehen davon, dass man Leuten sagt, wenn man jemanden gesehen hat oder jemanden hört oder weiß, wo die Leute hingehen, ist es auch ganz, ganz wichtig, Taktiken auszuarbeiten und diese dann auch korrekt durchzuführen. Sprich, wenn man im Team spielt, muss man halt eben auch manchmal Taktiken austüfteln, damit man halt eben das Spiel auch gewinnt. Sprich, wenn zum Beispiel einer sagt, wir gehen jetzt alle auf A, dann gehen halt eben alle auf A zusammen oder sie teilen sich auf über Short und über Long. Und so kann man das Spiel halt eben stark beeinflussen, indem man einfach den Leuten einmal ansagt, wo wer hingehen sollte oder natürlich auch, indem man schon das Ganze voraus abklärt, was halt eben die Taktik ist für die nächste Runde. Das heißt, es ist ganz wichtig, dass man Leuten sagt, wenn man was sieht, wo man hinschaut und so weiter und so fort und natürlich auch Taktiken ausarbeitet. Und es ist natürlich auch wichtig, dass man seinen Leuten und Kollegen den Rücken frei hält. Sprich, wenn 3 Leute auf A sind, alle nur in eine Richtung schauen, ist natürlich auch schlecht. Jeder sollte halt eben schauen, dass jeder eine Ecke abdeckt und überall keiner durchkommen kann, ohne dass man ihn sieht. Also dieses Spiel ist zumindest competitive-mäßig auf jeden Fall nichts für Einzelgänger. Hier muss man wirklich im Team arbeiten und das ist das, was mir so gefällt, dass man hier halt eben zusammen Sachen rufen muss manchmal, Sachen anderen ansagen muss, Taktiken ausarbeitet, um das Spiel halt eben auch nochmal umzudrehen oder halt generell zu gewinnen. Ein weiterer Teil, der so cool ist, sind auch diese Skill Groups.
Wie schon vorhin erwähnt, Competitive ist halt eben ein Wettkampf und da muss man halt eben 5 gegen 5 spielen und zwar im Team. Da natürlich aber nicht jeder Spieler gleich gut ist, es manchmal bessere Leute gibt, manchmal schlechtere Leute, wäre es natürlich sehr, sehr unfair, wenn die alle einfach zusammengemixt werden, wie man das zum Beispiel auch von Call of Duty oder so kennt. Im Competitive hat man einen gewissen Rang, einen Rank. Und dieser verändert sich, je besser man wird, je öfter man gewinnt und je besser man einfach spielt im Allgemeinen. Das heißt, wenn ihr ganz neu seid, kommt ihr auch mit schlechten Spielern in einer Lobby. Wenn ihr besser werdet, kommt ihr mit immer besseren Spielern in einer Lobby und so könnt ihr euch halt eben langsam hocharbeiten und im Rank auch aufsteigen. Natürlich ist dieses Ranking-System nicht perfekt, da gibt es auch immer wieder Probleme und das ist auch manchmal ein bisschen unfair. Es gibt viele Smurfer, sprich Spieler, die eigentlich sehr, sehr gut spielen, sich einen neuen Account machen und dann halt eben in einem schlechteren Skill-Group, also mit schlechteren Leuten zu spielen und die dann fertig zu machen. Aber im Allgemeinen ist das System eigentlich ganz okay. Und so kann man sich halt eben auch langsam aufarbeiten, halt eben von unten hinauf immer besser werden und dann bekommt man natürlich auch immer bessere Gegner und somit wächst man einfach im Allgemeinen. Und irgendwann mal kommt man mit Leuten zusammen, die den ganzen Tag nur CSGO spielen und wirklich perfekt alles beherrschen und gegen die ist es dann natürlich ziemlich schwierig zu gewinnen. Ja, auch wenn ich jetzt lange geredet habe, das ist wirklich nur ein kleiner Teil von diesem Competitive oder halt dem wettkampfmäßigen Spiel in CSGO. Darüber könnte man noch stundenlang philosophieren, Taktiken ausarbeiten und keine Ahnung was. Nochmal kurz Überblick, warum ich CSGO halt eben so mag, abgesehen von den anderen Sachen, die ich im anderen Video schon erwähnt habe, ist halt eben dieses wettkampfmäßige Spielen, dieses Teamspielen, dass man sich hier selber aufpushen kann, dass man seinen Teamkollegen helfen muss, dass die dir helfen, dass man Sachen rufen muss, dass man die Map kennen muss, die Spots kennen muss, wo halt eben Gegner sein könnten. Das Ganze muss man dann auch benennen können, sprich, wenn zum Beispiel einer bei der A-Bombe ist, der steht hinter dieser Kiste, Achtung, oder die Leute kommen von dieser Seite. Das muss man alles ausrufen können, das muss man alles lernen und das muss man halt eben auch mit seinen Teamkameraden besprechen können und halt eben dann auch anwenden können. Das ist wirklich das Lustige, weil man hier wirklich zusammenarbeiten muss, weil man doch ein bisschen selber gefordert ist. Da heißt es einfach nur reinrennen, Granaten werfen, alles in der Luft jagen, sondern wirklich taktisch zusammen und gut spielen. Und man kann halt eben immer besser werden, indem man immer öfter spielt oder halt immer mehr trainiert und dadurch halt eben besser wird. Gut, genug davon. Im Hintergrund seht ihr schon ein Spiel, halt eben, was ich mit Freunden gespielt habe. Ich blende auch jetzt noch ein paar kleinere Ausschnitte ein, damit ihr auch ein bisschen hört, wie es halt eben mit dem Sprechen und so weiter funktioniert. Für die ganzen Pro-Gamer da draußen, die sich jetzt schon aufregen, dass wir extrem schlecht spielen und so weiter. Wir sind jetzt keine Profispieler oder sonst irgendetwas. Wir spielen es auch nur zum Spaß und hatten davor, bevor wir dieses Video aufgenommen haben, auch noch eine längere Pause von über einer Woche. Deswegen bitte nicht zu sehr auf Gameplay drauf schauen, aber wir haben es trotzdem, denke ich, noch ganz gut am Ende gedreht und hatten einfach Spaß dabei und das ist doch das Wichtigste. Gut, also viel Spaß jetzt noch erstmal mit den Clips. Bis gleich. Ernsthaft, 4 gegen 2, das war richtig mies. Da haben 2 5000, die könnten droppen. Nein. Eine Machine Gun bitte, dann können wir kaufen. Ja, nächste Runde. Ich soll, ne? Okay. Hat jetzt jeder eine Waffe oder? Ich hab eine Pistole. Ich hab eine Pistole. Achtung, einer T-Ramp. Nicht. Was pushst du auch durch da? Das ist eine Awe. Gut, ist eine Awe? Was? T-Ramp! Danke. Passt hinter euch auf, dass nicht das vom Connector kommen. Ich schau Connector. Ich meine, ihr habt die Bombe nicht. Warte, das hat mal lassen. Bombe down, Connector, bitte, 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 bitte. Hör Steps of Shore. Das ist eine Kause. Nicht peeken, bitte, danke. Ja, ja. Ich schau T-Ramp und so. Okay, passt. Connector, Connector, Connector! Mann, das kann nicht wahr sein, mein 3 AP, Mann, sein Rutscher. Du kannst ja Wallbang zu spät. Einer ist dort Richtung Upper Mid. Mann, ich connecte noch ein zweiter. Pelles. Lauf, 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 lauf. Der muss rauf. Er ist nach unten, ja, ist nichts. Grenade! Rechts. Oh, nice. Easy shit. Gut. Lukas, der kommt wieder. Ja, ich mach wieder alles. Grenade, ja. Pass auf, Lukas, Tio, muss man nicht safe. Die haben mich komplett gerade überrannt, die sind schon am Spot und nicht überrannt gewesen. Ich hab 2 getötet, einer plantet, glaube ich, genau nicht. T-Ramp. Durch mich los? Durch oder wie? Nee, doch nicht. Ab denn. Sorry. Das ist der letzte Punkt, also 3 gegen 1, kommt, nicht pushen. Erstmal pushen. Halt die Fresse. Ich kann flashen, Achtung.
Weg. Scheiße, scheiße. Nice. Nice. Einer sollte vielleicht hinten. Alter, leck mich. Ah, meiner. Habt ihr meine Flash gesehen? Ja, schon nice, oder? Ja, ist nice, ich hab sie nicht gesehen. Oh, drop. Ja, wir haben sie nicht gesehen, also du schon mal zu was dafür. Los, ja. Bitte. Ja, okay, ist das die letzte Runde? Oder? Nein, zwei haben wir noch. Zwei haben wir noch, ja. Machen wir jetzt eine Pistol Round. Mach mal eine Pistol Round. Genau. Gats könnte droppen. Ja, ja, ich kann droppen. Ich kann. Gilt natürlich Milch, ja, ist klar, Leon. Weil der sieht mich mal nicht vielleicht. Aber mit Umme Partner 2 noch. Ja. Komm jetzt durch. Ich geh zurück auf Discord. Okay, ich geh. Wo kommt denn mit? Wir gehen zurück. Ja. Ave. Ja, das war natürlich. Warte, ich komm vom Short. Ah, nice. Einer A-Bahn. Einer T-Spawn. Oder ne, gar nicht. Nice. Alter. Einer Richtung Jungle. Der eine hat einen Awe. Ja, der ist schon tot. Das ist T-Spawn. Das ist Luxus. Nice, Luxus. Nice. Das ist wirklich nice. Habt ihr fein gemacht, Leute. Good half, guys. Nicht so schlecht wie die andere Runde, ne? MVP? Ja. B-Rush. B-Rush? Ja, was anderes geht eh nicht, oder? Arsch? Ja, wenn wir B machen, meine ich. Also. Ja, wir können Underpass und dann Jungle boosten. Ja, nein. Passt, machen wir. Nein. Nein, wir gehen bitte B-Rush. Doch, mach. Okay, B. Ja, also B-Rush jetzt, keine Ahnung. Ja, was ich verarsch. Warum? Ja, ich habe auch keine Ahnung. Nicht gefressen. Ja, super. Meine Fresse, warum? Eine Stück Kitchen. Das Arschloch. Ist weg. Leute, was ist, wenn wir jetzt Kitchen zurückgehen? Die rotieren alle und über Connector auf A. Ja, geht's. Lauf, ich leg ab. Mindestens geht short. Drei Leute in der Kitchen. Ja, das ist absolut richtig. Ich block die ab. Nerv sie. Ja, hab ihn. Ich das ist eine Chang. Eine Schwarte. Base 4. Ja, boah, ich hab den gegeben. Komm, schnell. Ich bin über 20 und 2. Einer kommt Kitchen, einer geht bitte Kitchen. Schnell, einer schnell. Ist B noch, Alex. Kitchen. Ja, aber ich. Bist du tot, Mann? Der geht Alex, du. Der ist das. Der ist, glaube ich, low. Ich hab jetzt nicht geschaut, warte. Nice. Ja. Das mag ich auch. Okay, Smoke. Der hat nur ordentlich getippt. Ja, der ist dann noch ganz fertig. Ist zurück. Nice, Alex. Los. Oh, nein. Diese Sounds willst du wirklich hochladen? Ja. Ich lade nicht das komplette, ich lade Ausschnitte, wenn hoch. Das ist nur, wo ich gut bin. Oh, können wir bitte jemanden da hochladen? Alex, bitte. Ja, wo bist du? Hast du eigentlich nicht verdient. Fuck hier. Links, rechts schauen wir. Einer ist im Jungle, low. Alter, Gatzi, ich hab da gesagt rechts schauen. Das war logisch, was der wartet. Das ist eine 2 zu 3 Kiste, pass auf. Einer ist im Jungle. Oh mein Gott, letzter Jungle. 99. Kann er. Jetzt steht links einer. Ich hab generell einen Jungle. Oh, nice. Da oben steht einer. Connector gekillt, also irgendwie. Flash, Achtung, Flash. Warten wir Entry so far. Deine Flash ist der Wahnsinn. Lass B gehen. Hast du meine Granate vorhin nicht gesehen? Bleib drum. Ah! Gott, war das ein Lack. Ich hab ihn richtig gesehen, Alter. Hast du es gesehen? Ja. Alter, ich bin gerade tot. Oh, random Headshot. Den Menschen, die pushen. Was? Oh Gott. Ich kann ein Bein. Können wir uns alle. Ich kann ein Bein. Okay, machen wir es jetzt bitte. Kommt. A. Immer alles A. Immer einfach alle A, ja. Smoke oder was? Alle A. Smoke auch.
Achtung, da kommt ihm einer. Ja. Kann das so schütteln? Ja, blocken ist halt nicht go! So. Einer tot. Ah, hier ist die Fressen. Jungle, Arbe. Blende, Lukas. Ja. Der ist einfach. Arbe, CT, Arbe. Du kannst kurz den Pusten los. Ich hab schon. Was ist das schon? Passt einer, ist der so. Nicht, versteckt euch. Arbe. Ihr könnt's defensiv spielen, ihr habt's geplantet. Ja, Connector ist auch einer. Passt schon, so steht's eh gut. Na. Alter, wie du. Letzter Onspot. Wo bin ich? Ist Nave. Sie wissen. Full Flash. Okay, hab auf A einen Entry, das heißt geht auf B, Leute, bitte Gas. Okay, was? Also da ist ein Kitchen. Fenster. Alex? So, habe ich. Aber nicht sicher, ob wir das noch gewinnen. Okay, eine Runde schaffen wir, Leute. Ich kann noch eine Arbe kaufen. Ne, wir haben zwei. Ne, eine. Ich bin nicht so schlecht mit der Arbe. Ich nehme eine Arbe noch, okay? Ihr kauft bitte normale Waffen. Capital, kann ich so droppen? Oh, wait, what? Capital, drop. Ich hab einen Hit. Ja. Nice Smoke. Kann vor allem keine neue kaufen. So. Einer Connector. Mitte. Underpass. Underpass. Ich habe versucht noch eine zu kaufen, aber ja, was ist komplett geblockt. Wo denn? Ja, links. Ich schau wieder B. Jetzt für die One-Way Smoke, wenn das wird. Leute, einer B durch! Einer Underpass hat geht kommt nach hinten, kommt zu dir, Orange. Orange. Zwei kommen zu dir. Einer war short. Einer hat noch. Einer hat eine Arbe. Arbe. Gut. Jetzt lass doch nicht holen, bitte. Wir sind in Führung. Das kann nicht wahr sein. Geh durch. Gugi, Underpass, geh Underpass. Nein, einer ist ja Jungle. Somit, wenn ich B gehe, sollte es sicherer sein. Okay. Was sind Jungle? Kommt ein Überschott auf. Ein Überschott. Passt. Plante. Überschott. Er ist da. Nimm deine Granate. Dani, geil. Das hat er vorher auch gemacht. Er ist da gesessen und hat gewartet, bis ich anfange zu planten. Und dann trifft er mich nicht einmal mit der Scout. Easy. Gib doch meine Waffe. Boah! Bäm, Alex, bist du deppert. Bist du deppert, Alter, die ist viel wert. Läuft bei mir. Ja, das war's auch schon. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Ich sage vielen Dank fürs Ansehen. Nicht vergessen zu abonnieren, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Mein letztes Video über Windows 10, was ich davon halte, habe ich gerade eingeblendet. Da könnt ihr gerne draufklicken. Und ansonsten, ciao und bis zum nächsten Video. Euer Alex von CDG. Das kommt jetzt auf YouTube? Nee, nicht alles. Also, Ausschnitte, keine Ahnung, vielleicht. Ach Gott. Boah, du musst aber schon Bescheid geben, wenn das Video fertig ist. Ja, klar. Du bist eh Abonnent, oder? Hoffentlich. Ja, natürlich.